was geht? Guten Morgen. Was geht los? Ich gehe Zähne putzen, anziehen, nochmal die restlichen Sachen packen. Und dann heißt es Cyborg Season 24. New York City, baby. Let's go. Letztes Mal Autofahren. Ich will ja nicht anfangen. Diese ganze Prozedur jetzt am Anfang zieht sich immer wie so ein Kaugummi. Und dann geht's nur noch one way Richtung New York. Let's go. Wie hast du gepennt? Ich habe wirklich sehr gut gepennt. Direkt eingeschlafen? Ja, direkt eingepennt, gut geschlafen. Ich bin nur ein bisschen früher aufgewacht. Ich glaube, es war so die Aufregung. Habe ich mich nochmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten nochmal hingelegt. Fahren wir zum Brandenburger Tor. Da ist nämlich der Startschuss. Auch sehr gutes Laufwetter. Schön Regen, schön windig, bisschen düster. Kommt man direkt in den Fokus rein. Ich bin mal gespannt, wie das Wetter sich auch allgemein auf der ganzen Reise so verhalten wird. Wärme, Kälte, Nässe, könnte alles Mögliche kommen. Soll ja auch die nächsten Tage ein bisschen kälter werden noch. Heute ist ja auch schon ein bisschen frischer. Vor ein paar Tagen war ja gefühlt 20 Grad. Heute sind 6 Grad. Aber ja, wir haben ja alle möglichen Klamotten mit. Deswegen passt das schon eigentlich. Beine sind fit. Gestern Restday? Ja, Beine fühlen sich gut an. Auch wenn sie sich nicht gut anfühlen würden, Bruder. Bro, es gibt hier keine Zeit. Deswegen, also, ob die sich gut anfühlen oder nicht gut anfühlen, Bruder, es bringt mir jetzt auch nichts. Weil auf der Reise werden einige Tage sich nicht gut anfühlen. Kann man sich schon direkt dran gewöhnen. Die ersten Tage sind so die ekligsten, glaube ich. Weil wir gefühlt so nicht vorankommen werden. Die ersten Tage sind wir noch in Deutschland unterwegs. Und danach kommen wir langsam in die anderen Länder. Und ab da fängt dann für mich, glaube ich, so dieses Dings an, so dieses Abenteuer. Weil in Deutschland, ich weiß nicht, ist alles irgendwie so, als ob ich noch in der Umgebung bin, irgendwie gefühlt. So, das ist Lukas, mein Trainer. Hallo. Hat sich aber gut angefühlt, die letzte Autofahrt. Wenn du müde wirst, lässt dein Core so ein bisschen immer nach. Ja. Dann verkürzt du hier an der Seite. Also immer quasi das IT-Band, die Faszie viel bearbeiten, damit da Mobilität reinkommt. Ich mache ja mal diese Squats dann, ob ich das auch einbauen soll. Ja, definitiv. Einmal die Woche? Eigentlich kannst du es jeden Tag machen. Also du musst halt nicht super viele machen, aber dass so du richtig tief reinkommst, ne, damit extended wird. Okay, es geht los. Cyborg Season 24, Tag 1, Day 1. Let's go. Gefühlt eineinhalb Monaten das erste Mal wieder Koffein genommen. Ich schwöre, ich fühle mich, also ich schwebe. Geistkrank. Wir sind gleich bei Kilometer 10. Die ersten 10 Kilometer haben wir geschafft. Puls super, wir sind gleich unterwegs. Super. Ich bin auf dem Weg. Die ersten 10 Kilometer sind absolviert. Ich glaube, wir laufen jetzt erstmal Richtung Potsdam. Ich fühle mich super, ich bin hyped. So, hier ist eine Absperrung. Ich bin jetzt bei Kilometer 14. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt langlaufe. Ja. So, hier ist jetzt so ein Waldweg neben den Gleisen. Sieht gut aus. Ich glaube, ich gehe schön geradeaus. Da war der Schlachtensee. Ich bin jetzt hier gleich bei Kilometer 17. Kilometer 17. Ging so. Die ganze Zeit so. So, jetzt ist der Waldweg zu Ende, jetzt sind wir hier wieder auf der Straße. Der erste Halbmarathon der Reise ist geschafft. Bis zum nächsten Ort, wo wir erstmal Pause machen, ist nur 21 Kilometer. Ich laufe jetzt erstmal weiter. Je nachdem mache ich vielleicht kurz noch später eine kleine Pause. Man merkt, der Berg, also so ein relativ steiger Anstieg hier die ganze Zeit. Ich versuche langsam zu laufen, damit mein Puls relativ niedrig bleibt. Am Ende für mich ist immer nur wichtig, dass die Kilometeranzahl, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, abgearbeitet werden. Welche Pace das ist, interessiert mich nicht. Mittlerweile bei Kilometer 27. Wir sind jetzt schon in Potsdam. Ich fühle mich super, ja. Finde ich gut. Ich bin bei Kilometer 30. Gut, 33,5, jetzt machen wir kurze Pause.
würde ich sagen. Was kleines Essen, ein bisschen trinken. Ist auch noch sehr früh. Es ist gerade mal 12 Uhr. Ja. Also wir haben gut Kilometer gemacht jetzt. Ich denke, ich chill so 1-2 Stunden ein bisschen. Maximal 3 und dann laufen wir noch ein bisschen. Mindestens 42 müssen wir mal voll machen am Tag. Der Rest ist Bonus. Und was sagst du zur Strecke? Ganz geradeaus. Ich glaube, das wird auch cool sein. Ich sehe jeden Tag was Neues. Normalerweise, wenn man in Berlin oder so die Kilometer sammelt, dann sieht man ja relativ oft immer die gleichen Strecken. Aber so, jeden Tag immer was Neues. Ich mache mir jetzt, glaube ich, einen Shake. Nimm schon meine Subs und so. Da ist links. Ein bisschen aufgestockt. Super. Ob das reicht fürs Auto? Schwer. Vielleicht muss ich einmal im YouTube-Video sagen, dass mir ein paar von den Zuschauern welche vorbeibringen müssen. So entstehen die Storys. Gänsehaut. Die eine kleine Kleinstadt da, in Potsdam, die war mies schön, ja. Ich bin halt komplett da durch die Stadt gelaufen. Da war so ein Markt, war voll so. Ich dachte, ja, krass. Eigentlich am Anfang, relativ am Anfang, hat sich das noch angefühlt, als ob ich normal laufen gehe einfach. Ist ja auch so. Nur ein bisschen weiter weg. Ab da, wo die Waldwege angefangen sind, so wo ich da diesen Berg sehe, wo ich merke, okay, das ist jetzt komplett was, neue Umgebung, relativ, weißt du? Ja. Da war ich so in diesem Feeling, dieses, okay, die Reise geht los, so, weißt du? Ja. Ich habe auf dem Weg eine Banane gegessen. Ich glaube, ich esse noch gleich einen Riegel, ein Oatbar oder so. Die Hälfte der Packung schon mal rein. Was ist ihr so? Ich sag dir ehrlich, Cornflakes, Banane, Milch, Honig, super, ja. Schön schlotzig, crunchy, schön gartig durch die Banane, süßi, super. Wir stehen einfach in der Landstraße, ja. Und ich bin gespannt, wo wir heute Abend landen werden. Weil das ist ja immer Wundertüte, bezüglich dann Schlafen und sowas. Ich glaube, im Zelt werde ich es mir auch kuschelig machen. Und wenn wir an einem coolen Ort sind, wo man da schlafen kann, dann schlafen wir dort. Ich kann auch hier auf dem Boden schlafen. Mir ist eigentlich vollkommen egal, Bruder, sag ich dir ehrlich. Was geht, Jungs? Ja, nicht, dass wir dich jetzt stören oder so. Alles gut, alles gut. Ich hab... Du musst noch schlafen, oder? Ja, ein bisschen entspannt. Okay, Jungs, ich wünsche euch was, ja? Danke, Mann. Ich gefreut. Komm gut an, ne? Danke. Spanien wird richtig hügelig. Bilbao und so. Boah, Bruder, guck dir die Berge an. Wir laufen durch den Harz. Ich war noch nie dort, aber anscheinend soll es dort bergig sein. Wanfried. Super. Fühlst du dich ready, in einer halben Stunde loszulaufen? Ob ich mich ready fühle oder nicht, das hat nichts zu bedeuten, Bruder. Die Kilometer müssen noch absolviert werden, wenn ich nicht ready bin. Deswegen gibt es keine andere Option. So, es geht in die zweite Runde. Jetzt haben wir noch mal so bis zur nächsten Raststätte. Noch mal so 12 Kilometer. Genau, wir sind in der Landstraße. Der Maramann ist auch fleißig. Auf dem Rad. Super. Ich hab Bock. Egal ob bergauf, bergab, quer oder nicht, Bruder. Cyborg juckt gar nichts. Geht, glaube ich, ein geiler Waldweg. Wollen wir holen? Hast du Bargeld? Boah, das kann doch nicht sein jetzt, ja. Nimm Karte? Nee, nimmt er nicht, ja. Das ist ein Bruch. Was willst du machen? Ich bin jetzt hier im Wald, weit und breit ist nichts. Sehr geiler Waldweg. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in ein Schlagloch trete oder sowas. Aber sehr schön lief. Komische Wege. Sehr, sehr komische Wege. Aber wir finden Wege. Es ist voll besser, voll warm geworden auf einmal. Da vorne war vorhin so ein Scharfschütze links. So ein Jäger. Ich glaube, der wäre hier im Gebüsch gelaufen. Hätte sich gedacht, was ist das für ein Känguru? Hab ich noch nie gesehen. Komm, eine Herde hinterher. Eine Riesenherde, komm.
45 Kilometer. Wir haben jetzt noch so ungefähr 1,5 Kilometer bis zur nächsten Raststätte. Da halten wir kurz erstmal, gucken dann von da, wo wir vielleicht den nächsten Spot dann haben, wie lange das dauern würde. Und dann planen wir weiter. Das ist gerade der erste Tag. Man ist euphorisch. So, man ist noch motivierter als wahrscheinlich in ein paar Wochen. Ich weiß jetzt schon, dass es auch viele Downs geben wird, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht voran und es wird kein Ende nehmen. Aber genau auf dieses Abenteuer habe ich mich eingelassen. Ich will genau diese Höhen und Tiefen. Ich will meinen Schweinehund 24/7 in meinem Kopf haben. Ihm lange reden. Also wir sind jetzt 13,8 Kilometer noch gelaufen. Ich will nicht hier auf dieser Raststätte bleiben. Deswegen laufen wir jetzt noch 7 Kilometer oder so bis zum nächsten See. Super. Xin Sheng Han Chi, Yang Han Was für Erik am Sabang hau. Vor einer Bitte noch, hat er das Job Erik auf Erik am Sabang hau. 600 Meter. Super. Ganz, ganz liebe Grüße an die nette Familie hier. Wir sind jetzt hier nicht an einem Campingplatz vorbeigekommen, wo wir halten können. Und wir haben jetzt einfach mal gefragt, ob wir hier auf deren Einfahrt rauffahren dürfen. Hier im Garten von denen das Zelt aufbauen können. Also sehr sympathisch, sehr nette Familie. Ich dehne mich nur kurz noch ein bisschen, damit meine Muskeln ein bisschen für morgen frei sind. Wie gesagt, das Ziel ist halt jeden Tag Kilometer abzureißen. Wie man es aufteilt, ist eigentlich scheißegal. Hauptsache am Ende kommen wir nach New York an. Wir haben jetzt am Anfang morgens 33,5, dann 13,8, glaube ich. Dann sind wir 46, 47, irgendwie mehr, ein bisschen mehr als 47 und jetzt nochmal 6. Ja, so irgendwie 54 Kilometer. Erster Tag. Super. Steht wieder eins. Wir haben jetzt hier was zu essen. Erster Tag ist, glaube ich, geschafft. 54 Kilometer haben wir gemacht. Zelt ist hinten auch aufgebaut. Mein Bro Alvaro. Wir sind ja nicht so weit weg aus Berlin. Deswegen haben die uns für die erste Nacht schöne Bowls vorbeigebracht. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ändern, weil die Strecke immer weiter weg wird. Darauf freue ich mich jetzt. Was haben wir Schönes? Hähnchen, Reis, alles, was das Herz begehrt. Super. Wundert euch nicht für meine Montur, aber mir ist übertrieben kalt, deswegen lieber warm anziehen. Boah, Bombe, ja. Bleib mir schön. Hähnchen, Currysoße, ein paar Sprossen, schön gatschigen Reis. Zweite Runde. Was haben wir heute an Kalorien verbrannt? Bestimmt 4.000-5.000. Ja, mit Grundumsatz 6.000. Schon gut essen. Die Bowls kommen wie gerufen, ja. Sure. Jetzt die kommenden Tage wird dann wahrscheinlich, weil wir weiter weg sind, wird es viel Freestyle sein. Normale Nudeln, Pesto etc. Lassen wir den Gourmet raus. So Leute, erster Tag geschafft. Ich liege jetzt hier im Zelt. Ist ein bisschen kalt, aber passt schon. Ich habe mir auch schon so ein Nasenpflaster drauf gemacht, damit ich noch ein bisschen besser atmen kann. Für einen hoffentlich maximal regenerativen Schlaf. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt, wieder neue paar Kilometer abreißen. Gute Nacht. Spätestens. Guten Morgen. Morgen. Wir haben gerade Zelt und so abgebaut. Jetzt ziehe ich mich schnell an. Na, ist okay. Selbes Set von gestern? Ja, selbes Set von gestern. Wir müssen ein bisschen sparsam handeln, damit wir nicht so viel Fläche produzieren. Wenn ich mich jetzt jedes Mal fünfmal umziehe, dann ist das nicht so gut. Deswegen ziehe ich jetzt eine Sache immer mehrmals an, bis es so krass riecht, bis es mich beim Laufen beeinträchtigt. Aber kriegen wir schon hin irgendwie. Wie war Nacht? War gut. Ich muss mich erstmal ein bisschen einpendeln so. So in den Schlafsack rein und so, aber sonst eigentlich an sich. Deswegen ist es jetzt 8 Uhr. Ich werde jetzt versuchen, so 30 Kilometer abzuspulen mindestens. Bin bestimmt so 3 Stunden unterwegs. Und dann habe ich einen guten Puffer aufgebaut für den Tag. Es geht jetzt Richtung Schmerz oder so, wie das heißt. Schmetz, keine Ahnung. Richtung Wald wieder. Let's go. Kilometer sammeln. Super. Beine finde ich gut an, ja. Okay, let's go. Später. Später. So Leute, ich bin wieder im Wald, irgendwo um nirgendwo. Ich versuche jetzt 30 Kilometer abzuspulen. Das ist immer so mein Ziel morgens. So 30 bis 35 Kilometer. Ich muss ehrlich sagen, hier so im Wald alleine, ein bisschen gruselig, aber auch geil. Diese Ruhe, man ist mit sich selber und wahrscheinlich mit ein paar Tieren. Super. Es ist sehr schwer, immer eine Orientierung zu finden im Wald, weil die Wege, durch die ich laufe, sind halt sehr so schwer zu erkennen. Man erkennt vielleicht mal so, dass ein Auto mal durchgefahren ist, weil der Boden etwas platter ist. Aber oft läufst du halt durch Moos. Das mit dem Navi und so
muss ich manchmal so anhalten und gucken, okay, bin ich jetzt richtig hier lang laufen, da lang laufen. Schon tricky, aber ja, kriegen wir alles hin. Oder hier sind viele, ich dachte schon, ich muss auch laufen. Auf einmal sehe ich irgendwie so Panzerschilder und so Scheiß. Ich dachte, was ich jetzt habe. Und auf einmal sehe ich da so Autos. Ja. Ja, das ist ein ich dachte, Dicker. Aber das habe ich nicht aufgenommen, wie soll ich das aufnehmen? Der eine ist auf mich zugelaufen und da habe ich ihn gegrüßt. Dass ich hier mit so einer Selbstverständlichkeit vorbeilaufe, weißt du nicht so? Ja. Yeah. Wenn nicht, habe ich Glück gegrüßt und haben nichts gesagt und bin ich weitergelaufen. Da kann so aufgestanden sein auch, hä? Okay. Ich glaube, die haben gecheckt, an meiner Montur. Ich hoffe, ich laufe weiter. Alles klar, bis gleich, Bro. So, Leute. Ich glaube, ich laufe hier gerade durch ein Militärgebiet von der Bundeswehr, weil hier sind überall so Schilder mit Panzern und hier diese Wege. Ich habe vorhin auch zwei sehr korrekte von der Bundeswehr gesehen. Ich hoffe, ich trete damit niemandem auf die Füße, dass ich jetzt hier durchlaufe. Ich bin einer von euch. Ich will einfach nur nach New York. Aber sehr geil hier. Ich glaube, hier trainieren die, wenn man das so sagen darf. Ich weiß nicht, ob das geheim ist oder nicht. Falls ja, tut mir leid. Sehr, sehr komische Wege. Aber ich komme leider nicht so schnell voran. Aber wir kommen voran. Militärsicherheitsbereich. Gänsehaut. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob man da langlaufen durfte, aber was soll ich machen? Ich glaube, die haben so Schießübungen gemacht. Ich laufe so vorbei, die stehen schon so alle auf. Die gucken so. Ich dachte nicht, wer ist das denn jetzt? Ich habe einfach mit so einer Selbstverständlichkeit gegrüßt. Die haben zurückgegrüßt und schon weitergelaufen. Liebe Grüße an die Jungs, vielleicht sehen die das vielleicht auch nicht. Du bist über einen der größten Truppenübungsplätze Deutschlands gelaufen. Echt? Querfeldein. Krass, cool, die Pferde an. Ab und zu hängt mein Navi. Ich glaube, ich habe mich einmal kurz verlaufen. Wir haben noch 20 Kilometer. 20 Kilometer bis zum nächsten Ort. Gucken wir mal. Festmachen. Super kühl. Schön, alles da. Ich bin jetzt bei Kilometer 21, Halbmarathon geschafft. Zweiter Tag. Ich habe jetzt ungefähr noch so 9 oder 10 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Ich bin hier komplett wieder gerade in einem Waldabschnitt. Dort mache ich dann eine kleine Pause, esse was bisschen, trinke was. Und dann gucken wir gleich, wie es weitergeht. Nur Sandwege, ja, die ganze Zeit. Scheiße. So Leute, ich laufe jetzt hier auf der Landstraße. Ich habe mich auch extra auf die Seite gestellt, wo die Autos mir entgegenkommen, dass ich sie besser sehen kann. Dann gehe ich hier nämlich gleich auf die Seite, aber Gott sei Dank ist sie nicht so befahren. Ich bin auch gerade bei Kilometer 26, noch so 4 Kilometer ungefähr, dann sind wir da. Der letzte Abschnitt war sehr hart, ja. Bruder, nur Sand. Sand hat so viel Energie geraubt. Die letzten Meter war Landstraße. Aber ja, dieser Waldweg, der war Katastrophe. Wir haben gut Kilometer gesammelt. 31 hier, 0,7. Später haben wir noch mal mindestens so 10, 12, so, dann haben wir unser Soll für heute mindestens erfüllt. Je nachdem, wie meine Beine später sind. Ich hatte auch keine Verpflegung dabei, ja. Eine Banane hätte ich mir gewünscht auf dem Weg. Scheiß drauf. Jetzt nehme ich meine Subs noch zu mir. Omega, Athlete Stack. Code Arda könnt ihr maximal sparen. Super, auch auf Reisen. Was passt denn? Alles gut, Bro? Alles gut. Ist ein bisschen Rücken frei gemacht. Vorsicht, das heißt da oben. Dicker, ja. Sorry für den Ausdruck, aber nicht alles gerade. Bisschen eng hier, aber mach das Beste draus.
Schon sehr, sehr viel Waldweg. Sehr, sehr viel. Ich bin mal gespannt, bis wohin sich diese Waldwege mal ziehen werden. Weißt du? Ich glaube, es wird sehr, sehr viel so sein, weil es der direkteste Weg ist. Deutschland, okay, aber denkst du auch Frankreich und so? Ich glaube, da hast du bessere Landstraßen. Da können wir auch viel mehr auf Landstraßen gucken. Also ich glaube, der deutsche Part wird wirklich viel so sein. Mal gucken. Du meinst ja, wir laufen auch durch den Harz, ne? Du läufst jetzt als nächstes durch den Harz. Auf einmal sind da so Autos und auf einmal sehe ich auf dem Boden so Maschinenpistolen. So. Ich glaube, da war so Maschinenpistolen. Yeah. Und ich denke mir so, ich guck so, auf einmal sitzt da jemand und der guckt mich so an. Und ich dachte mir in dem Moment, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist eigentlich so tun, als ob alles normal ist, so, weißt du? Ich laufe vorbei, ich mach den, Servus. Er macht auch so zu mir so, Servus. Und ich bin einfach weitergelaufen. Ich glaube, der dachte sich auch so, ich glaube, in seinem Kopf waren auch 1000 Fragezeichen. Guten Appetit. Dankeschön. Das kann ich mal erzählen, ne? Es geht gleich zum zweiten Lauf des Tages, zum nächsten Vorort, wo die Jungs sich auch platzieren können und wo wir vielleicht das Zelt aufbauen können. Ich glaube, das ist so 14 Kilometer entfernt. Dort laufen wir jetzt gleich hin. Also ich laufe hin, die Jungs fahren. Kilometer werden gesammelt. Super. In the night, oh, I won't be so darling. Ha! Hast du ja aus dem Schreck geschickt? Jetzt denken sie nur am Ende, ich schwöre. Ich hab die geschickt. Okay, let's go. So, zweiter Lauf des Tages hat begonnen. Gerade wieder hier Landstraße. Ich laufe ganz außen. Relativ ruhig befahren. Geht jetzt ungefähr so 13 Kilometer Richtung nächsten Dorf. Genau, dann habe ich heute so 46 ungefähr Kilometer gesammelt. Erstmal ankommen und dann gucken wir weiter. Je nachdem, wo dann der nächste Ort ist oder ob wir dann heute da übernachten werden. Ich bin mittlerweile bei Kilometer 10 oder nee, 10,5. Noch so 3,5 Kilometer bis zum Dorf. Ich habe voll Hunger bekommen irgendwie. Scheiße. War gut. Ich habe mir voll Hunger bekommen auf einmal. Ich muss irgendwie kurz was Kleines essen. Hier Riegel oder so. Ja. Heute haben wir so 45,5 Kilometer. Solider Tag, war gut. Der Riegel ist gerade Gold wert, Schwester. Ich glaube, so mein Blutzucker ist ein bisschen untergesunken. Richtig komisch gewesen. Auch der Weg war wieder sehr holprig. Oh, ja, super. Okay, ein paar Klimmzüge, wa? Und was ist der Anlass? Menschen zu motivieren, Sport zu treiben, was Gutes hinterlassen, der Jugend. Sowas, das ist so mein Antrieb. Wenn dann keine großen Hindernisse dazwischen kommen, geht's. Okay. Weißt du, was immer sehr krass ist? Immer, wenn ich vor älteren Menschen stehe, Oma, Opa und so, oder auch allgemein vor älteren Menschen, meine Körperhaltung ändert sich direkt. Also ich bin direkt in dieser so, dieses so, direkt Respekthaltung. 39 ist sie geboren. Geistkrank. So, ein bisschen Krafttraining auch noch gemacht, 200 Klimmzüge, 100 Liegestütze noch. Jetzt geht's kalt duschen, wir haben kein warmes Wasser, aber ja. Schön duschen, dann wird gegessen und dann lege ich mich hier schön in meinen Kabuff und regeneriere. Super. So, zweiter Tag geschafft. Wir sind jetzt 100 Kilometer habe ich geschafft, glaube ich. Jetzt in 2 Tagen. Es wurden mir noch ein paar Sachen vorbeigebracht. ESN hatte mir noch ein paar Sachen zugeschickt gehabt. Der liebe Malte hat mir das vorbeigebracht, also uns vorbeigebracht und hat uns wieder schöne Bowls gegönnt. Das war diesmal wirklich das letzte Mal, glaube ich, war, Bruder. Ich glaube, ab den nächsten Tagen sind wir, glaube ich, zu weit weg. Aber 100 Kilometer von hier nach Berlin war noch möglich. Gleiche Menü wie gestern. Chicken, Reis, Curry oder was das Herz begehrt. Unglaublich, ich habe unglaublich Bock drauf. Ich glaube, das haben wir uns auch verdient jetzt. Jetzt essen wir genüsslich, quatschen noch ein bisschen, Abend ausklinken lassen. Super. Wow, ja. Diese crunchigen Erdnüsse und Röstzwiebeln.
Komm, unglaublich. Und diese ganze noch mehr Crunchiness. Super. Was machst du da, Bruder? Waschmaschine. Waschmaschine. Das ist die neue. Da macht man hier Wasser rein, bisschen Spülmittel. Hier hast du so die Noppen. Und dann. Mixst du einfach. Super. Ihr wisst auch, hier auf Reise versuchen bestmöglich die Routine beizubehalten. Ich habe sogar mein Öl mitgenommen. Mein Schwarzkümmelöl. Nur einen Teelöffel am Tag. Mein Honig. Mit schön Stück Ingwer. Schön eintunken. Super. So Leute, das war's mit den ersten zwei Tagen. Morgen ist Donnerstag. Morgen kommt auch das erste YouTube-Video online. Für mich geht's jetzt schlafen. Auf hoffentlich eine erholsame Nacht. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank. Super Sinis. Bis zum nächsten Video.